Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von League of Legandos. Heute mal in der Silberpromo. Ja, in der Silberpromo. Oh Gott. Und die spielen gegen Vega, Blitzcrank, Traven. Ja, eine richtig ekelhafte Kombination. Die noch Sharvan und Galio. Ihnen wird super die Aufgabe, Strings abfüllen werden. Ich werde wie immer Tank Annie gehen. Da es ein APS-Wheel wird. Hat er schon geschrieben, also. Muss ich mal, dass alles gut gehen wird. Wenn ich dann werde ich 1-0 in der Promo starten. Ja, starten, reingehen. Und. Das ist ja scheiße. Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Weil niemand kennt, niemand weiß, wie man Jurik spielt. Nie vor. Nein. Okay, jetzt hat er sich fixiert auf das Spiel. Ich scheiße nicht, wenn es mitten im Kampf passiert, dass es nicht mehr so ist, aber egal. Ich wünsche meine Kamera irgendwie geleckt ist. Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Wherever so ein Feuerball, Junge. Das Böse ist im Busch. Schade. Das wäre lustig gewesen, hätte ich es gefunden. Ah, eigentlich wollte ich auf Traven, aber okay. Geht auch. Guter Hook. Jetzt Crank. Also, den Mini hast du auf jeden Fall gesichert. Ah. Sag dir immer. Feuerball, Junge! Autotech Junge. Ich weiß, wie man denn nicht spielt. No, 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 no. Nein, ich hätte doch Autotech gesagt. Denn Annie hat eine größere Autotech-Range als EQ. Warum auch immer. Zack. Seht ihr, ich konnte gerade einen Autotech machen, aber kein Q. Das kleine Unterschied ist. Der macht ihn halt so. Der ist halt so. Oh Gott, nervig. Jawohl. Ein Hook getroffen. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem groß ist. Ja, das ist egal, genug getroffen. Was gibst du mal? Hook, lalalala. Aber das wissen wir alle nicht. Und ich habe Angst. Hab den Kill bekommen. Ja, okay, Jungler haben hier auf der Top-Lane mal beide Kills bekommen. Beide Jungler. So voll bei Junge. Okay, Jump hat Gank wieder verblendet. Komm schon! Der Bait, der so. Den Trade haben wir sowas von gewonnen. Mein Stun ist ready. Was ist sie ready?
Noch 15 Mana und dann kann ich eine fünfte Kombination machen. Okay, jetzt kann ich wieder kombon. Jetzt kann ich all meine Spells gleichzeitig rausholen. Dann kommt jetzt die Rotation. Spell Rotation. So. Autotech, Junge! Autotech, Junge! Exhausted. Kann es sein, dass jeder Hook von Blitzcrank scheiße geht? Scheiße aufleben. Ich will ja nicht sagen, warum. Aber ich denke mal, es liegt an mir. Weil ich der Bessere bin. Smash. Und noch ein Space. Okay, Mana. Lobby ist halt nur ein Gedanke. Die 8 gehen auf. Okay. Muss schon. Nicht dumm oder so? So. Ist ein guter Support bin. Aber. Die sind Gold auf jeden Fall ahead. Auf jeden. Also wirklich ahead. Sind ja 900. Wir sind 400 Gold erhält. 250. Aber dafür haben wir jetzt nicht weg. Scheiße. Haben wir das richtig gesehen? Ich denke jetzt Mist. Guck mal, da ist jetzt ein Wort. Putz vor Deck. Oh Gott. Da pushen sich nicht. Egal. Also ja, hab ich ein bisschen mehr Mann. Ja. Lol, der hat die Wien benutzt, um zu exhausten. Aber ich hätte den eh nicht töten können. Ah, scheiße. Okay, es war boosted, das war, boah Gott, war das scheiße. Also ich weiß, wer es gemütet.
Natürlich weiß ich, wie man gegen Blitzcrank kämpft, aber da hat mein Freund kurz ausgesetzt. Oh Gott, jetzt ist er viel wert. Oh Gott. Ist das League of Legends? Du bist die ganze Zeit ahead, ne? Dann machst du einen Fehler und der Gegner kriegt deinen locker weg. Ein komplett broken ahead ist. Der war's, jawohl, das ist mein Mann. Boah, hört auf so zu flamen. Was seid ihr, Bronze? Oh. Vergiss ja, welches Elo ich bin. Alter, hat ja voll alles flamen. Slash. So. Das ist ja die sogenannte Low Elo. Alle flamen gegenseitig. Der hat mich niemals getroffen. Was war das für eine Hitbox? Please stop it. Ach, nee, ich hasse. Ich hasse diese Lieder. Wieso bin ich in Bronze? Jetzt mal ganz im Ernst, das zweite Halbe hat mich doch niemals getroffen. Jawohl. Doris sind im Tor schon richtig gut. Ja. Hey, warum machst du kein Flash-Tippers? Ohne Flash. Ein bisschen Damage haben. Gerne, was? Halt, ein Gott. Und gemisst. So hat sie versucht, für ihn zu one-on-one. Ash ist gut im Late Game, not im Mid- oder Early Game. Im Gegensatz zu Draven. Ein Gefühl hat Draven ist immer stark. Wobei Draven dann nach der Zeit nachlässt. Aber der volle Item-Bild, das kann ja nicht stärker sein. Also wie jeder Champion.
Leute, ne, ich will eh schon danach. Bin ich boostet. Davor hatte ich wunderschön ein Game zur Übung mit Lulu. Hatte ich einen wunderschönen Kopf. Was macht sie hier hinten? Und jetzt vielleicht quittet sie auch noch. Was, meine Freunde, ist die Low Elo. Wie gesagt, ich höre nicht hier. Ah, oh, zum Glück. Irgendein Stoplane, what? Kommst du in Toplane? Dann gehe ich mal mit Top rein. Aber bevor irgendwas passiert. Ja, das ist die, ne? So, Leckian sind halt Vega. Oh Gott. Was ist hier los? Ein Top-Lane ist dran. Na Scheiße. Was ist denn? Denn sie sind nicht nach vorne gelaufen. Also Scheiße. Wieso wurde er jetzt nicht gestunt? Oder hat Matthias um 5 mm vermisst? Ja, versuche ich einen Kill zu skieren. Den du eh nie bekommen hättest. Die haben halt so viel Gold Vorsprung, ne? Weil nur weiß Traven ist. Den Hook gesehen. Der mich wirklich berührt. Denn ich habe noch nie Blitzcranks Hitbox verstanden. In seinem Hook.
Also manchmal trifft sie, manchmal nie. Okay, das wird später auch geboostet. Wie ich. So, eigentlich kommt das komplette Team. Denke, Andy ist ein starker erst im Late Game. Nach meinem dritten Item. Also, mein Support-Item, sondern generell mein dritten. Ich hab jetzt meinen Tyrath. Und er versucht ein 1 gegen 1 gegen Jao. Und das wahrscheinlich sonst mal gekitet. Jao hat nur einen Gap los. Und er hat da wahrscheinlich jemand Gage benutzt. Also, ihr lässt sich die catchen, Mann. Und tot. Verteidige die Lane. Sie hat. Jetzt der Trott. Und gib mir mehr Geld. Geld. Gib mir Geld. Toll. Wo hofft man auf dich? Schon lass jetzt nicht. Ach so. Wie Gold? Immer noch 0. Warum gibt's denn, warum lässt du mir 0 Gold? Und lass jetzt der nicht. Das ist die Ort, Alter. Oh Gott. Ich habe immer noch 0 Gold. Der liegt wahrscheinlich dran. So wird sich denken. Alter, dieser Annie. Ist so geschieht, halt die Annie. Ist sie ernst? Okay, das war klar, dass sie nicht hätten fighten sollen, aber trotzdem. Okay, was sie. Ja, mein. Was? Ja, was rettet mein Leben? Jeder unser Team ist ja scheiße, ne? Die flammen sich nicht auf den Seiten. Die Busse. Als ob sie nicht hier lang geht. What the fuck war das denn? Und wir. Jetzt soll ich den nicht droppen, ne? What the fuck? Okay, der Wort mit Damage. Okay, macht Sinn. Wo die anderen Lanes komplett scheiße waren. Alter, wir müssen nur ins Leckdown kommen. Wir müssen nur ins Leckdown kommen. Aber Team, ich denke, nur in Leckdown ist ein bisschen stärker als deren. Aber dazu kommen wir irgendwann nicht. Nein. Was wollen wir? In mein Kit. Wie die zu ändern, Alter. Wie die zu ändern.
Wehe. Wehe, du so ein Mann, wehe, letzte drückt auf ja, wehe. Wenn er dich alle reportet. Ohne Ausnahme. Denn warum sollten wir beim Spiel, das wir gewinnen werden? Jawohl. Also, er lobt es ja. Kill wäre sicher gewesen, eventuell. Nein, eigentlich nicht. Komm, sieht's. Ja, deshalb ist so auch scheiße in der Ecke. Wenn er nicht Split pusht. Eure Stärke liegt da in Split Push. Und dann glaube ich nur von Fiora gekontert werden. Fiora ist halt der OP. Jungen nicht so weit nach vorne stehen. Du musst nicht flashen. Bam. Es geht darum, Stärke zu investieren, ja. Wenn das jetzt. Alter, ist dieser eine Bild scheiße, du machst ja gar keinen Damage. Dann sag ich euch mal was. Weil Buff ist so viel. Man skilliert es ab ein. Es ab Leandris. Macht man guten Schaden. Aber du willst nicht mehr denken sein, damit Leandris viel Schaden macht. Und wie Gott hat es jetzt schon gesagt. 41, wow, 2 Creeps. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist meins? Vielleicht. Ich habe meins hingestellt. So, das war's die erste Folge von meiner Frau. Ficken, Alter. Ja, ich habe aber das schon erwartet. Naja, tschüss.